Hallo liebe Häkelfreunde, diese sommerliche Tunika mit dekorativem Grundhals habe ich von oben nach unten in einem Stück gehäkelt. Sie kann am besten mit vierfädigem Bobbelgarn oder dünnem gezwirnten Baumwollgarn gehäkelt werden. Die Anleitung basiert auf einer fixen Maschenzahl von 120 Maschen und 20 Zacken und beginnt für alle Größen gleich. Ich ersuche euch daher, das Material entsprechend auszuwählen. Die Größe des Halsausschnitts kann, falls nötig, sehr gut durch die Verwendung einer etwas dickeren oder dünneren Häkelnadel variiert werden. Angaben zum Material sowie zum Verbrauch für die verschiedenen Größen findet ihr nach den Intros und bevor ich mit dem Häkeln beginne. Die Angaben für die verschiedenen Größen erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Ich freue mich über jedes Gefällt mir und besonders über jeden Abonnenten. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Ich beginne beim ersten Bobbel von innen nach außen und den zweiten Bobbel nehme ich dann entgegengesetzt von außen nach innen und ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle die Anschlagskette mit einer Häkelnadel Nummer 3 und danach nehme ich eine Häkelnadel Nummer 3,5. Ich beginne mit 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Masche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole hier den Faden durch. Ich ziehe ihn nur durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Wir gehen 2 Fäden zurück und in den dritten Faden stechen wir ein, holen den Faden durch, ziehen ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Diese 2 haben wir gerade gehäkelt, die verwenden wir nicht, sondern den dritten Faden von der Nadel aus gesehen verwenden wir. Wir holen den Faden durch, ziehen ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den Querwaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht und ich mache bei dieser Tunika eine fixe Maschenzahl von 120 Maschen. Und diese Kette muss locker über den Kopf passen. Das endgültige Maß des Ausschnitts regulieren wir am Ende der Anleitung. Und wenn ich die 120 Maschen gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 120 Maschen angeschlagen. Als Richtwert, bei mir sind das ungefähr 67 cm. Es dürfen auch 2-3 cm mehr oder weniger sein. Wie gesagt,
Die Ausschnittgröße können wir am Ende noch regulieren. Wichtig ist, dass es genau 120 Maschen sind, und sollte das gar nicht passen, dann passt bitte die Nadelstärke an. Also wenn das viel zu kurz wäre, dann macht ihr die Anschlagskette mit einer halben Nummer stärkeren Häkelnadel, und wenn es viel zu lang wäre, dann müsst ihr eine dünnere Häkelnadel nehmen oder eben ein dickeres oder dünneres Material. Und wir geben die Kette oben zusammen, sodass sie nicht verdreht ist, und wir schließen mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Und ich nehme jetzt eine Häkelnadel Nummer 3,5. Ich häkle eine Luftmasche und ich häkle in dieselbe Masche, wo diese Luftmasche herauskommt, eine feste Masche. Dann lassen wir zwei Maschen aus, in jede dritte Masche häkeln wir. Zwei Maschen auslassen und in jede dritte Masche häkeln wir. Wir häkeln ein Stäbchen, eine Dreiernoppe, das heißt den Faden dreimal durchholen, alle Fäden abmaschen, sodass zwei auf der Nadel bleiben, und die zusammen abmaschen. Zwei Luftmaschen in dieselbe Masche, wieder eine Dreiernoppe, und noch ein Stäbchen. Das ist sozusagen eine Blüte. Und jetzt genau schauen, zwei Maschen auslassen. Und in die dritte Masche häkeln wir eine feste Masche. Dasselbe noch einmal. Zwei Maschen auslassen. In die dritte Masche häkeln wir ein Stäbchen. Dann in dieselbe Masche eine Dreiernoppe. Zwei Luftmaschen, in dieselbe Masche eine Dreiernoppe, und noch einmal in dieselbe Masche ein Stäbchen. Zwei Maschen auslassen, in die dritte Masche eine feste Masche häkeln. Das heißt, eine solche Blüte geht über 6 Maschen. Zwei Maschen auslassen, in die dritte Masche ein Stäbchen häkeln, in dieselbe Masche eine Dreiernoppe, zwei Luftmaschen, in dieselbe Masche eine Dreiernoppe, und nochmals in dieselbe Masche ein Stäbchen. Und dann zwei Maschen auslassen und in die dritte Masche eine feste Masche häkeln. Das machen wir die ganze Runde so. Es ergeben sich genau 20 solche Blüten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 20 Blüten gehäkelt. Am Ende müssen 2 Maschen übrig bleiben. Und wir schließen in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Dieser kleine Faden hier wird später dann versäubert. Und jetzt solltet ihr Folgendes
kontrollieren, schaut nach, ob alle Blüten wirklich korrekt gehäkelt sind und dass es genau 20 sind, und dann dehnt ihr das Ganze mal ein bisschen und schaut, ob es immer noch locker über den Kopf passt. Und wenn nicht, dann müsst ihr eine dickere Häkelnadel verwenden. Jetzt seht ihr hier die erste Blüte. Hier ist das einzelne Stäbchen und hier die Noppe. Und wir müssen eine Kettmasche in dieses einzelne Stäbchen häkeln, damit wir in der richtigen Position sind. Jetzt häkeln wir drei Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, und wir häkeln in die Noppe zwei Stäbchen in eine Masche. In die Lücke häkeln wir eine Noppe, zwei Luftmaschen und noch eine Noppe. Nach der Lücke in die Noppe zwei Stäbchen in eine Masche und ein Stäbchen in das einzelne Stäbchen. Im Tal lassen wir in dieser Reihe eine Masche aus. Diese feste Masche lassen wir aus. In das Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen. In die Noppe häkeln wir zwei Stäbchen. In die Lücke häkeln wir eine Noppe. Zwei Luftmaschen und eine Noppe. Die Noppen müsst ihr ein bisschen nach rechts schieben, damit der Maschenkopf der Noppe sichtbar wird. In diesen Maschenkopf häkeln wir zwei Stäbchen in eine Masche und ein Stäbchen in das Stäbchen. Wir haben also drei Stäbchen beidseitig dieser Noppen. Hier drei und hier drei. Im Tal lassen wir die feste Masche aus und springen zum Stäbchen hinüber und häkeln ein Stäbchen in das Stäbchen, zwei Stäbchen in die Noppe, dann eine Noppe in die Lücke, zwei Luftmaschen, eine Noppe in die Lücke, die Noppen nach rechts schieben, damit der Kopf der Noppe sichtbar wird. Zwei Stäbchen in die Noppe, ein Stäbchen in das Stäbchen und im Tal immer die feste Masche auslassen und im Stäbchen wieder beginnen mit einem Stäbchen ins Stäbchen, zwei Stäbchen in den Kopf der Noppe, in die Lücke, eine Noppe, zwei Luftmaschen und eine zweite Noppe in die Lücke, direkt danach zwei Stäbchen in die Noppe und
ein Stäbchen in das Stäbchen und im Tal die feste Masche auslassen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Auch beim letzten Strahl haben wir am Ende 3 Stäbchen nach den Noppen. Und hier überspringen wir diese kleine Lücke, diese feste Masche. Und wir schließen direkt zur Runde. Wir haben auch hier 3 Stäbchen vor den Noppen. Das erste ist das Ersatzstäbchen. Und wir schließen zunächst mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Und dann häkeln wir eine Kettmasche ins darauffolgende Stäbchen. Und diese 2 Reihen waren die Basis der Tunika. Ab jetzt beginnt der Mustersatz. Und der Mustersatz besteht aus 2 Reihen. Die erste Reihe ist eine Reihe ohne Zunahmen. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Die sind das erste Stäbchen. Wir häkeln in jeden Maschenkopf, der vorhanden ist, bis zur Lücke ein Stäbchen. Wir haben 3 Stäbchen in dieser Runde. Dann häkeln wir immer in die Lücke eine Noppe, 2 Luftmaschen und eine Noppe. Nach der Lücke müssen gleich viele Stäbchen sein wie vor der Lücke. Ganz wichtig ist, dass ihr die Noppen nach rechts schiebt, sodass der erste Maschenkopf sichtbar wird. Wir häkeln nach der Lücke gleich viele Stäbchen wie vor der Lücke. In dieser Runde sind es 3. Im Tal überspringen wir 2 Maschenköpfe. Wir häkeln in dieser Runde 3 Stäbchen bis zur Lücke. In die Lücke häkeln wir eine Noppe, 2 Luftmaschen und noch eine Noppe. Die Noppen zur Seite schieben, dass der erste Maschenkopf sichtbar wird. Gleich viele Stäbchen häkeln wie vor der Lücke. In dieser Runde sind es 3. Im Tal 2 Maschenköpfe auslassen. Alle vorhandenen Maschen, die bis zur Lücke da sind, mit Stäbchen behäkeln. In die Lücke eine Noppe, 2 Luftmaschen und noch eine Noppe. Und nach der Lücke häkeln wir immer gleich viele Stäbchen wie vor der Lücke. Die Maschenzahl hat sich jetzt nicht verändert. Im Vergleich zur Vorreihe haben wir wieder 3 Stäbchen auf beiden Seiten. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Am Ende der Reihe bleiben ab jetzt 2 Maschen übrig, genauso wie sonst überall im Tal. Überspringen wir diese 2 Maschen und ganz wichtig, wir schließen zunächst in die dritte Luftmasche mit einer Kettmasche zur Runde und häkeln noch eine Kettmasche in das darauf folgende Stäbchen.
Die zweite Musterreihe ist eine Reihe mit Zunahmen. Auch die beginnt mit drei Luftmaschen. Wir häkeln die vorhandenen Stäbchen bis zur Lücke und in diese Noppe häkeln wir noch ein Stäbchen. Wir haben jetzt vier Stäbchen auf beiden Seiten. In die Lücke häkeln wir immer eine Noppe, zwei Luftmaschen und eine Noppe. Und in der Reihe mit Zunahmen häkeln wir in die Noppe zwei Stäbchen und danach in dieser Reihe noch einmal zwei Stäbchen. Auf beiden Seiten der Noppe müssen gleich viele Stäbchen sein. Hier haben wir vier und hier auch vier. Es muss sich immer so ausgehen, dass wir im Tal zwei Maschen überspringen können. Dann häkeln wir in jeden Maschenkopf ein Stäbchen und in den letzten Maschenkopf vor der Lücke noch ein Stäbchen. Also zwei Stäbchen in die Noppe der Vorreihe. Dann wieder eine Noppe in die Lücke, zwei Luftmaschen, eine Noppe in die Lücke und sofort nach der Lücke in die Noppe, zwei Stäbchen und dann in dieser Reihe noch einmal zwei Stäbchen. Wie gesagt, nach der Lücke müssen immer gleich viele Stäbchen sein wie vor der Lücke und im Tal müssen wir immer zwei Maschen auslassen und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Am Ende bleiben immer zwei Stäbchen übrig. Wir schließen immer zunächst in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und häkeln noch eine Kettmasche in das darauffolgende Stäbchen. Und wir beginnen mit dem nächsten Mustersatz. Die erste Musterreihe ist eine Reihe ohne Zunahmen. Wir beginnen mit drei Luftmaschen. Wir häkeln alle Stäbchen bis zur Lücke hin, auch in die Noppe häkeln wir ein Stäbchen. In die Noppe häkeln wir immer eine Noppe, zwei Luftmaschen und noch eine Noppe. Und nach der Noppe häkeln wir gleich viele Stäbchen wie vor der Noppe. Auf beiden Seiten müssen immer gleich viele Stäbchen sein. Und in dieser ersten Musterreihe sind es gleich viele wie in der Vorreihe. Im Tal überspringen wir immer zwei Maschenköpfe und alle Strahlen haben gleich viele Stäbchen. Und ein kleiner Praxistipp, falls ihr irgendwo einmal eine Zunahme vergessen habt in der Vorreihe, könnt ihr diese Zunahme auch in dieser Reihe nachholen. Dann müsst ihr nicht eine komplette Runde zurück. Also diese erste Musterreihe kann zur Kontrolle verwendet werden und im Notfall ein Ausgleich gemacht werden.
und wir häkeln die ganze Runde und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Das Ende der Reihe ist immer gleich. Wir suchen uns die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und häkeln eine Kettmasche und dann eine Kettmasche in das darauffolgende Stäbchen. Und die zweite Musterreihe ist eine Reihe mit Zunahmen. Auch die beginnt mit drei Luftmaschen. Wir häkeln in jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen und in die Noppe vor der Lücke häkeln wir zwei Stäbchen. Damit haben wir jetzt ein Stäbchen mehr als im vorigen Mustersatz. In die Lücke häkeln wir immer eine Noppe, zwei Luftmaschen und eine Noppe. Dann direkt nach der Lücke in die Noppe zwei Stäbchen häkeln. Und dann die vorhandenen Stäbchen bis hinunter ins Tal. Und zwar immer so, dass wir zwei Maschenköpfe auslassen können und dass auf beiden Seiten der Noppen gleich viele Stäbchen sind. Dann wieder hinaufhäkeln bis zur Noppe und in die Noppe der Vorreihe zwei Stäbchen häkeln. In die Lücke eine Noppe, zwei Luftmaschen, eine Noppe und immer die Noppen nach rechts schieben, damit ihr den ersten Maschenkopf seht und in diesen häkeln wir zwei Stäbchen in der Reihe mit den Zunahmen. Und wie gesagt, auf beiden Seiten müssen immer gleich viele Stäbchen sein. In dieser Reihe haben wir fünf und im Tal müssen wir immer zwei Maschen auslassen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und ich schließe auch diese Runde mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche und einer weiteren Kettmasche in den Kopf des darauf folgenden Stäbchens. Und nun wiederholen wir diese zwei Musterreihen sinngemäß immer eine Reihe ohne Zunahmen und eine Reihe mit Zunahmen, bis wir ein bestimmtes Maß erreicht haben. Dazu schaut euch bitte gleich die nächste Einstellung an. Da zeige ich euch, wie die Ärmel abgeteilt werden und auf welche Maße ihr achten müsst und wie ihr messen müsst. Und dort sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe für die Größe 40-42 die nötige Weite erreicht und ich zeige euch jetzt anhand dieser Einstellung, worauf ihr hinarbeiten müsst. Das Teil kann sich leicht wellen, das ist kein Problem, das ist bei mir auch so. Zuerst nehmt ihr euch vier Maschenmarkierer und macht folgende Einteilung. Ich habe die Runde wie gewohnt geschlossen mit zwei Kettmaschen. Den ersten Maschenmarkierer gebe ich hier in die Lücke beim Rundenübergang. Dann zählen wir 6 Zacken hinüber und im Tal befindet sich der nächste Maschenmarkierer.
Das ist ein Vorder- oder ein Rückenteil. Dann zählt ihr 4 ganze Zacken und im Tal befindet sich der nächste Maschenmarkierer. Das ist der erste Ärmel. Dann haben wir wieder 6 Zacken für ein Vorder- oder Rückenteil und noch einmal 4 Zacken für den zweiten Ärmel. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr messen müsst. Wir müssen diese 6 Zacken für ein Vorder- bzw. Rückenteil messen. Und zum Messen müsst ihr die Zacken schön flach hinlegen und ihr müsst von Maschenmarkierer zu Maschenmarkierer gerade hinüber messen. Und dieses Maß muss ungefähr eure halbe Oberweite ergeben. Ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke. Die Ärmel werden auf jeden Fall weit genug, weil wir 4 Zacken für die Ärmel verwenden. Wichtig ist, dass ihr nach einer Reihe ohne Zunahmen messt. Also nach einer ersten Musterreihe, weil die Zacken in der Reihe ohne Zunahmen trotzdem noch etwas breiter werden. Ihr müsst also immer die beiden Musterreihen wiederholen, bis ihr dieses Maß erreicht habt und wie gesagt immer dann messen, wenn ihr eine Reihe ohne Zunahmen gehäkelt habt. Und wie gesagt, die Reihe ohne Zunahmen immer dazu benutzen, um zu kontrollieren, ob alle Zacken gleich viele Stäbchen haben und wenn nötig ausgleichen. Ich habe zum Beispiel beidseitig der Spitze 9 Stäbchen. Das kann bei euch anders sein. Es kann auch anders sein, wenn ihr die gleiche Größe häkelt wie ich, aber es kann euch als Richtwert dienen. Und wenn ihr das benötigte Maß erreicht habt, dann zeige ich euch in der nächsten Einstellung, wie es weitergeht. Willkommen zurück, ihr habt euer benötigtes Maß nun ebenfalls erreicht und jetzt müssen wir ohne Zunahmen weiter häkeln bis zur benötigten Passenhöhe und die Passenhöhe messen wir vom Halsrand gerade nach außen in einem Tal. Ich habe jetzt zum Beispiel hier 19 cm und ich mache für die Größe 40-42 circa 24 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Und ihr müsst nun ganz einfach immer nur die erste Musterreihe häkeln. Das ist die Reihe ohne Zunahmen. Und wie gesagt, ich habe hier 9 Stäbchen und diese 9 Stäbchen bleiben nun erhalten. Also die zweite Musterreihe mit Zunahmen nicht mehr häkeln, sondern immer die erste Musterreihe ohne Zunahmen weiter häkeln, bis die benötigte Passenhöhe erreicht ist. Und wie gesagt, die Maße stehen oben in der Ecke. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat das gewünschte Maß erreicht. Ich habe in einem Tal gemessen, circa 24 cm für die Größe 40-42. Ihr habt euer Maß ebenfalls erreicht und dann können wir jetzt die Ärmel abteilen. Und dazu häkeln wir die ersten 6 Zacken bis zum ersten Maschenmarkierer. Die Maschenmarkierer habe ich immer wieder nach außen versetzt und die Runde habe ich wie gewohnt geschlossen mit 2 Kettmaschen und wir häkeln eine ganz gewöhnliche erste Musterreihe ohne Zunahmen bis zum ersten Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe 6 Zacken gehäkelt und ich höre 2 Maschen vor der Lücke auf, weil ich hier keine Masche überspringen möchte und deshalb häkle ich hier 2 zusammen abgemaschte Stäbchen, sodass ich bis zur Lücke hinkomme. Die Maschenzahl ändert sich dadurch nicht. Und jetzt überspringen wir 4 Zacken für den Ärmel und beim nächsten Maschenmarkierer starten wir wieder sofort nach der Lücke mit 2 zusammen abgemaschten Stäbchen. Und jetzt häkeln wir wieder 6 Zacken bis zum nächsten Ärmel und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 6 Zacken gehäkelt. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt. Die Maschenmarkierer könnt ihr nachher entfernen. Und auch hier mache ich es so. Ich höre 2 Maschen vor der Lücke auf. Ich häkle 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Dann überspringen wir wieder die 4 Ärmelzacken. Und dann sind wir bereits mit der Runde fertig. Und hier genau schauen. Hier schließen wir wie gewohnt in die dritte Luftmasche mit einer Kettmasche und häkeln eine Kettmasche ins darauffolgende Stäbchen. Und damit haben wir jetzt die Ärmel abgeteilt und ihr habt jetzt 3 Möglichkeiten, wie ihr weiter häkelt. Am besten macht ihr dann zwischendurch eine Anprobe. Ihr könnt jetzt entweder mit der bestehenden Anzahl Stäbchen hinunterhäkeln, ganz wie bisher, eine ganz normale erste Musterreihe ohne Zunahmen. Das ergibt eine schöne glockige Weite. Wie das aussieht, könnt ihr im Intro schauen. Ich werde das nämlich so machen. Wenn ihr unten noch mehr Weite wollt, könnt ihr eine Runde mit Zunahmen häkeln, so wie wir es bei der Passe gemacht haben, und dann gerade hinunter häkeln. Und wenn ihr unten sehr schlank seid und keine schwingende Weite wollt, könnt ihr auch Abnahmen machen. Und die würde ich hier immer beidseitig der Noppen machen, 2 zusammen abgemaschte Stäbchen häkeln und bei jedem Zacken die Anzahl der Stäbchen reduzieren. Einmal, wenn es weniger sein soll, könntet ihr das auch zum Beispiel bei jeder zweiten Zacke nur machen. Aber das müsst ihr selbst durch eine Anprobe herausfinden. Wie gesagt, ich häkle jetzt über die verbliebenen 12 Zacken gerade hinunter und ich schreibe euch einen Richtwert für die Länge oben in die Ecke, aber auch das findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Und ich würde hier von der Mitte des Halsausschnittes hinunter messen in einem Tal. Dieses Maß schreibe ich euch oben in die Ecke. Aber wie gesagt, hier ist am besten eine Anprobe. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Tunika hat die gewünschte Länge erreicht. Wir machen noch eine Abschlussreihe. Ich habe wie gewohnt zur Runde geschlossen mit 2 Kettmaschen und jetzt häkle ich eine Runde mit 2er Noppen. Die erste Noppe funktioniert so, ich ziehe den Faden etwas länger, hole einen Umschlag und hole den Faden auf dieselbe Höhe, masche alle Fäden ab
Und diese erste Noppe beschließe ich mit einer Luftmasche. Wir holen einen Umschlag und häkeln in jede Masche bis zur Spitze eine zweier Noppe. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden herauf, einen Umschlag, den Faden noch einmal heraufholen, alle Fäden abmaschen, sodass zwei noch auf der Nadel sind, die maschen wir zusammen ab. Einen Umschlag holen, den Faden einmal durch, einen Umschlag holen, den Faden ein zweites Mal durch, alle Fäden abmaschen, zwei bleiben auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Und das machen wir in jede Masche bis zur Spitze. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. In die Spitze häkle ich drei solche Noppen in die Lücke. Eins, zwei, drei. Dann häkeln wir direkt nach der Lücke weiter, wieder in jede Masche eine Zweiernoppe, bis wir ins Tal hinunterkommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin im Tal angekommen und hier lassen wir wie gewohnt zwei Maschen aus, genau wie vorhin auch, und häkeln den nächsten Zacken genau gleich. Und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch hier bleiben wie gewohnt zwei Maschen unbehäkelt und wir schließen mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten Noppe zur Runde. Wir häkeln noch eine Luftmasche, schneiden den Faden ab, ziehen ihn heraus und ziehen ihn fest. Und wir sehen uns gleich beim Halsausschnitt wieder. Willkommen zurück. Wir häkeln jetzt den Halsausschnitt. Ich beginne bei einer Schulter. Ich steche in eine Masche ein und ich steche hier tief ein, also nicht nur diesen oberen Faden, sondern etwas weiter unten einstechen. Den Faden durchholen und einen Knoten machen. In dieselbe Masche einstechen, den Faden durchholen und eine Luftmasche häkeln und dann in dieselbe Masche eine feste Masche. Ich häkle über den Faden drüber, auch diesen Faden könnt ihr mit einhäkeln und ich nehme 120 feste Maschen auf, also so viele Maschen, wie wir angeschlagen haben. Wir müssen einfach in jede vorhandene Einstichstelle eine feste Masche häkeln und wenn ihr wieder rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und ich schließe mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Wir machen noch die Noppenreihe und falls es nötig ist, werden wir den Halsausschnitt später noch einhalten. Für die Noppenreihe ziehe ich den Faden wieder etwas länger und ich hole noch zweimal den Faden durch, also eine Dreiernoppe. Ich masche alle Fäden ab und beschließe die erste Noppe
mit einer Luftmasche und dann häkle ich noch eine Luftmasche für den Abstand. Ich lasse eine Masche aus, ich häkle eine Dreiernoppe und als Abstand eine Luftmasche und ich häkle in jede zweite Masche eine Dreiernoppe. Und das mache ich einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen, ich habe noch eine Luftmasche gehäkelt, eine Masche muss hier übrig bleiben und wir schließen in den Kopf der ersten Noppe mit einer Kettmasche zur Runde und ich häkle noch eine Kettmasche in die Lücke. Dann häkle ich eine Luftmasche. Wenn ihr keine Abnahmen mehr braucht, das findet ihr durch eine Anprobe heraus, dann häkelt ihr einfach in jede Lücke zwei feste Maschen. Wenn ihr den Halsausschnitt noch kleiner wollt, häkelt ihr in regelmäßigen Abständen anstatt zwei feste Maschen nur eine feste Masche. Also zum Beispiel 4 mal 2 und dann nur eine. Und wenn ihr Abnahmen macht, dann solltet ihr nach dieser Runde noch einmal anprobieren und gegebenenfalls noch eine Reihe feste Maschen darüber häkeln, denn das wirkt sich dann noch einmal aus. Das heißt, wenn ihr am Ende noch eine Reihe feste Maschen drüber häkelt, wird der Halsausschnitt noch einmal ein bisschen enger, auch wenn ihr keine Abnahmen mehr macht. Ich häkle in jede Lücke 2 feste Maschen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und ich schließe mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und bei den Ärmeln werde ich noch eine Kleinigkeit machen und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück, ich habe die Tunika umgedreht, sodass die schöne Seite jetzt innen ist und ihr könnt bei den Ärmeln entweder hier noch ein Stückchen schließen, damit man von der Seite nicht hinein sieht oder ihr könnt die Ärmel so lassen, wie sie sind. Ich zeige euch, wie man sie noch ein bisschen schließt. Hier seht ihr die Lücken, wo wir die Ärmel abgeteilt haben. Und hier steche ich davor, vor der Lücke, durch beide Teile durch. Ich hole den Faden durch und mache einen Knoten. Ich steche noch einmal durch dieselbe Lücke durch, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche. Und jetzt schließe ich einige Maschen hier. Das müsst ihr durch eine Anprobe herausfinden. So ungefähr einen halben bis einen ganzen Zacken. Auch hier könnt ihr wieder über den Faden drüber häkeln und Masche für Masche ein Stück schließen und auf der anderen Seite macht ihr das genau gleich. Dann müsst ihr nur noch alle Fäden vernähen und dann ist unsere wunderschöne Tunika fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser sommerlichen Tunika und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen,
wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.